Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du da bist. Nimm dir hier gerne erstmal einen Moment, tief ein- und auszuatmen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hattest du heute auch schon viel zu tun. Vielleicht startest du gerade aber auch in deinen Tag, wo auch immer du gerade stehst. Nimm dir einfach einen Moment, dich kurz mit dir zu verbinden, bei dir hier anzukommen, einen kleinen Check-in zu machen. Wie geht es dir gerade wirklich? Was kannst du dir vielleicht gerade Gutes tun? Und dir diese Happy, Holy and Confident Auszeit zu nehmen für dich, um dich ein bisschen aufzuladen. Und diese Podcast-Folge heute, die hat das auf jeden Fall im positiven Sinne in sich. Ich hatte ein so wundervolles Interview mit Florian Künstler. Und Florian ist Musiker und hat eine sehr bewegte, intensive Lebensgeschichte. Und in diesem Interview geht es vor allen Dingen um Angst- und Panikattacken und wie wir unsere Angst- und Panikattacken auch nutzen können, um sie als Botschaften von der Seele zu verstehen und zu gucken, okay, was steht vielleicht dahinter? Welche Botschaft steht dahinter? Was will geheilt werden? Was will gesehen werden? Und das Gespräch ist vor allen Dingen mit Florian auch deswegen so unglaublich inspirierend, weil er dadurch, dass er auch ein Mann ist, so offen mit diesem, also nicht dadurch, dass er ein Mann ist, sondern eher gesagt, obwohl er ein Mann ist, so muss ich es sagen, so offen und verletzlich sich mit diesem Thema zeigt, was ich so wichtig finde, weil ich glaube, dass gerade das Thema Angstattacken, Panikattacken etwas ist, wo so viele Menschen drunter leiden. Und ich glaube, dass vor allen Dingen wahrscheinlich auch Männer Angst haben, darüber zu sprechen, weil sie denken, es ist ein Zeichen von Schwäche, was natürlich absoluter Quatsch ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, den Raum hier aufzumachen, darüber zu sprechen, sich zu zeigen und dadurch ja alleine schon Heilung entstehen zu lassen, weil wir sehen, okay, wir sind damit nicht alleine. Es geht anderen auch so. Und vor allen Dingen, es geht auch vorüber. Ich glaube, dass es das auch so elementar wichtig ist und was Florian in dem Gespräch auch immer wieder betont. Und seine ganze Geschichte, seine ganze Lebensgeschichte erzählt er gleich selbst. Deswegen werde ich da hier gar nicht so viel drauf eingehen. Sie ist auf jeden Fall sehr bewegend und auch sehr inspirierend. Und ja, wir sprechen darüber in der Folge, wie es unter anderem ist, bei Pflegeeltern aufzuwachsen, ohne die eigenen Eltern aufzuwachsen. Warum wir nicht vor der eigenen Vergangenheit weglaufen können, was dir hilft, wenn du unter Panik- und Angstattacken leidest, welche Botschaften Angst- und Panikattacken haben können, auch für dich, und wie dir deine Leidenschaft dabei helfen kann, zu heilen. Das ist wirklich ein ganz wahnsinnig inspirierendes, schönes, heilsames Gespräch. Und wenn du auch jemanden kennst, der vielleicht Panikattacken hat, Angstattacken hat, dann teil das Interview, teil es auf Instagram, teil es auf Facebook, schick es an die Menschen, die du liebst. Weil manchmal wissen wir ja gar nicht, dass jemand darunter leidet, weil die Person vielleicht Angst davor hat oder sich dafür schämt, weil es einfach ja leider in unserer Gesellschaft immer noch zum Teil ein Tabuthema ist. Was absolut unnötig ist, weil ich glaube, wir sind mittlerweile alle an einem Punkt, wo wir ehrlich sagen können, dass wir alle Ängste haben, dass wir alle unsere Themen haben und dass es so wichtig ist, uns da ehrlich in die Augen zu schauen und einander an die Hand zu nehmen. Und es gibt dieses wunderschöne Zitat, ich glaube es von Rumi, wo er sagt, "We all walk each other home." Also wir alle begleiten uns gegenseitig nach Hause. Und dann, last but not least, ganz wichtige Info, am 17.09., my beautiful friend, gebe ich einen Workshop, den Total Abundance Workshop. Es ist ein Workshop, wo es darum geht, Blockaden aufzulösen, die du hast, dich mit der Fülle dieses Universums zu verbinden, dich wieder in das Leben zu verlieben, in dich zu verlieben, in deine Manifestationskraft zu kommen. Und es wird ein so geiler, interaktiver Workshop. Es wird wahrscheinlich über Zoom sein. Das heißt, wir können uns alle gegenseitig sehen, wir können uns austauschen. Ich werde Live-Coachings machen. Und es wird einfach so ein richtig geiles Ding. Ich freue mich da schon seit Monaten drauf. Total Abundance Workshop, 17.09. online. Die Tickets findest du in den Shownotes. Hoffe ich, dass die jetzt schon in den Shownotes sind, aber wahrscheinlich sind die schon in den Shownotes, dass du dich dafür anmelden kannst. Und ich freue mich riesig, es wird so geil. Also wenn du irgendwie manchmal das Thema hast, so ich verdiene das nicht, ich darf das nicht, irgendwie kommt meine Manifestation nicht so richtig aus dem Quark,
ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nicht genug. Also wenn du dieses Gefühl kennst, ich habe nicht genug, nicht genug Liebe, nicht genug Geld, nicht genug Gesundheit, whatever, dann ist dieser Workshop für dich. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Florian Künstler. Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden, tollen, spannenden Gast hier im Podcast zu haben. Florian Künstler, so schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's dir? Es geht mir müde, gut, alles irgendwie alles gleichzeitig gerade. Ich komme gerade vom Fernsehauftritt aus Mainz und das war eine sehr, sehr lange Autofahrt und ich liebe Autofahren, weil keiner was möchte und kann von mir. Also ich kann einfach, ich sitze im Auto, höre gerade Frank Schätzing und Der Schwarm ist ja, ich höre es wieder. Ich habe gehört, dass es verfilmt werden soll und ich wollte mich wieder anpassen ein bisschen. und es geht ja ewig lang und ich dachte, für eine ewig lange Autofahrt kann ich mir auch ein ewig langes Hörbuch anhören. Und eine Million Staus und eine Million und es war schon doch sehr lang. Also 8 Stunden hin und von Mainz nach Berlin nochmal 6 oder so. Ich würde gerne eine Runde laufen gehen, glaube ich. Okay. Kannst du gleich machen. Ja, mach ich gleich. Okay, kannst du in den Tiergarten gehen. Und ja, mach gleich noch einen Spaziergang oder so. Wofür bist du dankbar heute? Oh, krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange direkt so an. Ich habe gestern erfahren, dass eine meiner beiden Katzen gestorben ist. Und ich bin dankbar dafür, dass sie so ein schönes Leben hatte. Bis dahin ist viel zu jung. Aber das ist der erste Gedanke gerade, den ich jetzt hatte. Also, ne? Und ich bin froh, dass sie ein Teil meines Lebens war. Und jeder, der Tiere hat und weiß, irgendwann sind die nicht mehr da, es ist trotzdem Familie. Ja. Ja, das kann ich gut nachfühlen. Wo lassen wir deine Geschichte beginnen? Wo würdest du anfangen zu erzählen, wenn man fragt, wer ist Florian? Eine gute Frage. Gute Frage. Wurde mir noch nicht so gestellt, glaube ich. Nicht so offen. Wo beginnt man? Ich glaube, hier in Berlin eigentlich. Also hier bin ich geboren und bin durch verschiedene Familien durch, sage ich mal so. Also ich bin, meine leibliche Mutter hat Drogen genommen ganz viel und es war eine weirde Zeit, glaube ich. Und dann bin ich in verschiedene Pflegefamilien gekommen. Wie alt warst du? 3, 4 oder so. Kannst du dich an die Zeit erinnern? So wenig Bruchstücke. Ich glaube, ich habe ziemlich früh so eine Art Schutzmauer gemacht. Ich habe jetzt gerade eine Therapie hinter mir. Ich glaube, ich war sehr lange allein als Kind. Das habe ich gemerkt. Also durch die Therapie merkt man so ein paar Sachen, warum man so ist und so handelt, wie man handelt. So richtig erinnern, glaube ich, nee. Also ein bisschen, ich glaube, wenn ich durch Berlin fahre und ein paar Ecken und so, dann weiß ich noch, okay, hier war ich mal oder so. Hm. Aber jetzt nicht so direkt an die Leute oder an die Menschen selber. Und wie war der Moment für dich, als du in die erste Pflegefamilie gekommen bist? Also in die letzte oder in die allererste? Also in die allererste quasi. Ey, also ich kann es nur so sagen, dass man... Ich glaube, als Kind nicht versteht, warum man nicht da bleiben kann, wo man ist. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema gewesen. Und warum man dann bei der nächsten auch nicht bleiben kann. Also das versteht man, glaube ich, nicht. Also man weiß nicht genau. Und ich weiß noch, dass ich so gut es geht funktionieren wollte, um Menschen zu gefallen. Also ich weiß, dass ich, wenn der Vater der Familie oder der männliche Part irgendwie aufgestanden bin, bin ich sofort aufgestanden, habe ihm die Tür aufgemacht oder ich habe alles dafür getan, glaube ich, um bei jemandem zu bleiben, also um einen guten Eindruck zu machen. Das verfolgt mich bis heute noch. Also ist gar nicht so, aber in Beziehungen oder wenn man sagt, man möchte irgendwo vielleicht nicht mehr sein oder ich kann Leuten schwer vor den Kopf stoßen, glaube ich, einfach weil wenn du ganz oft weggegeben wirst, kannst du jemand anders nicht wegschicken. Mhm. Glaube ich. Wir fangen direkt deep an, glaube ich. Ja? Natürlich. Willkommen in Happy Holy Confident. Das ist so eine einfach so direkt so. So manche machen wahrscheinlich die Türen ein bisschen auf und so. Hier übrigens. Alles von mir. Aber es ist egal. Das ist mein Motto. Ich werde nicht über irgendwas nicht sprechen. Ich finde das voll wichtig, dass man
Ich finde das übrigens gut, dass man voll viel Geplänkel weglässt. Weißt du? So. Ja. Ja. Kostet viel Zeit manchmal. Ja, das kann man in anderen Podcasts hören. Genau. Hier hört euch noch übrigens. hier ist Real Talk. Ich merke schon, ja. Als du von deiner ersten Pflegefamilie, bist du dann auch wieder weitergegeben worden? In wie vielen Pflegefamilien warst du insgesamt? Ich glaube in zwei und zwischendurch, glaube ich, noch so eine Einrichtung. Also so, wo man so, ich kann es dir nicht genau sagen, was es war, so ein Zwischenstopp. Und irgendwann hat eine Familie aus Ratekau, aus einem Dorf, nähe Timmendorfer Strand, die haben, sagt man das so, ein Kind gesucht? Mhm. Ich glaube schon, ne? Macht man, glaube ich, so. Und haben, weil sie ein Kind schon hatten und das meine Schwester wohnt im Rollstuhl, wohnt in Ratekau, ist im Rollstuhl und sie wollten nicht nochmal das riskieren, dass vielleicht DNA-technisch, ne? Und deswegen haben sie sich überlegt, ein Kind zu in Pflege zu nehmen und sind dann irgendwie übers Jugendamt nach Berlin gekommen und haben dann mich mitgenommen und da durfte ich dann bleiben, was übrigens ein sehr geiler Ort ist und eine geile Familie. Es war perfekt. Es war wirklich perfekt. Auf dem Dorf. Wie alt warst du? Hey, 5. Krass, okay. Oder so, ja, ich glaube 5, 6. Ist alles ein bisschen schwammig von den Zeiten. Ich komme damals ziemlich durcheinander. Aber ich durfte da auf jeden Fall dann bleiben und war ziemlich cool. Und wie gab es einen Moment, wo du wusstest, hier kann ich bleiben, hier bin ich sicher, wo du das so richtig realisiert hast? Ich glaube, irgendwann verschwimmt das, dass du, also du weißt nicht mehr, dass du, also du denkst, dass du immer bei dieser Familie warst irgendwann. Also es verschwimmt irgendwann so, dass du, ich glaube, irgendwann merkst du, dass die dich nicht wegschicken, weil irgendwo so ein Zeitabschnitt vergangen ist. Und du gehörst irgendwann zu dieser Familie. Da fragt dich keiner, okay, oder sagt jetzt, hier musst du unterschreiben, jetzt kannst du bleiben, sondern ich glaube, immer mit 13 haben meine Eltern mit mir wieder darüber gesprochen, dass ich irgendwie halt nicht ihr Kind bin. Oder mir das mal erzählt. Und das war für mich total so, hä? Ne, weil du alles irgendwie da vorher so richtig abschneidest. Es ist noch in dir drin und es kommt auch wieder raus, aber in dem Augenblick war es überraschend. Und vor allen Dingen musst du ja wieder deinen anderen Namen annehmen, irgendwann, wenn du einen Perso kriegst. Wirklich? Ja, du heißt ja nicht mehr wie die. Also ich bin ja nicht adoptiert, ich bin nur ein Pflegekind quasi. Okay. Und wenn du einen Perso kriegst, heißt du nicht mehr, also meine Familie heißt Kruse und meine leibliche Mutter hieß Künstler. Und ich musste irgendwann, hieß ich auf einmal Florian Künstler wieder. Ich dachte, hä, da ist irgendwas falsch auf dem Perso. Und sie, nee, es ist schon richtig, weil... Und denkst dir, wow. Okay. Alle meine Freunde haben mich ja immer auch, Kruse, ne, so okay. Genannt. Und auf einmal bist du Künstler und das war, ja. Hattest du denn in der Zeit Kontakt zu deiner Mutter, also zu deiner leiblichen Mutter? Ich weiß, Mutter? Dass sie Pakete geschickt hat zu Geburtstagen manchmal, nicht regelmäßig. Und dann waren so Spielzeuge drin, aber es war für mich irgendwie ein Geschenk von irgendjemandem. So. Also es kamen Pakete und Briefe, glaube ich, auch. Aber es hat mich nicht mehr interessiert irgendwann. Also irgendwann später interessiert es sich wieder, aber zu dem Zeitpunkt bist du einfach happy bei der Familie, auf dem Dorf, mit besten Freunden, mit also kurzer Weg nach Timmendorf. Perfekt. Also es war schon, ich bin sehr, sehr dankbar. Dafür bin ich auch dankbar auf jeden Fall. Wie ist es dann weitergegangen? Also wie war dann deine Jugend und so zwischen 15 bis 25, sag ich mal? Also meine Jugend, 15 bis 25. Wie alt bist du jetzt? 37. 37. Gott. Mhm. Ja, wie war's? Weird. Ich glaube, mit 19 oder so bin ich von zu Hause rausgeschmissen worden. Warum? Weil ich viel Scheiß gebaut habe, weil ich bin von der Ausbildung rausgeflogen, weil ich meine erste Freundin damals hatte und es fand es viel cooler, bei ihr im Bett zu liegen, als morgens als Konditor in der Backstube zu sein. Das war super lame. Also es war erstmal voll früh, 4 Uhr in der Backstube sein, das will kein Mensch, glaube ich. Dann bin ich da einmal gekündigt worden und ich glaube, das war wieder so ein Moment, okay, wie sage ich das meinen Eltern? Und dann machst du, ich habe wieder das gemacht, wahrscheinlich im Nachhinein kann ich das sagen, ich habe einfach zugemacht und bin dann eiskalt oder ich bin einfach, mir ist alles egal, so, was soll passieren. Und dann, meine Eltern kamen halt nicht an mich ran und dann habe ich mich mit dubiosen Leuten eingelassen und haben kriminellen Scheiß gemacht
Und dann gab es irgendwann eine Hausdurchsuchung von der Kripo zu Hause. Und dann irgendwann, ich war einfach nicht mehr zugänglich und irgendwann, meine Eltern waren auch, haben geweint und waren echt fertig. Und genau, dann bin ich irgendwann, musste ich irgendwann raus, was auch im Nachhinein gut war. Und die haben damals auch mit Psychologen gesprochen und so. Also ich habe damals gedacht, okay, die geben mich wieder weg. Ne, dann machst du, hast du immer so eine Art Tür, die du einfach zuschlägst. Mhm. Und dann bin ich nach Lübeck gekommen in so eine Wohnung und dann ging das Chaos los. Ich sitze hier alles gerade. Und dann war das. Und hast du denn wieder, also wie hast du dich mit deinen Eltern wieder zusammengefunden? Relativ spät. Und ich muss auch sagen, ich glaube, jetzt noch intensiver durch diese, letztes Jahr war eine schwierige Zeit, auch durch Corona. Und da hatte ich halt so ein paar Angstzustände, Panikattacken und sowas. Und da habe ich instinktiv auch das Gespräch mit meinen Eltern noch mehr gesucht als vorher schon. Also wir haben vorher schon uns wieder angenähert, aber da war es noch mal intensiver. Also eher durch schlimmere Zeiten bei mir konnte ich mit meinen Eltern oder meiner Schwester auch zum Beispiel einfach mehr wieder reden. Und man wurde ja auch irgendwie reif und erwachsener. Und dann haben wir ein paar Sachen aufgearbeitet und uns einfach wieder besser kennengelernt. Und einfach, ja, ich habe mal gedacht, dass sie mich nicht so lieben wie die leibliche Tochter, ne? Wie meine Schwester. Und das habe ich irgendwann gefragt. Und das war so eine, das zu fragen hat, die mir 30 Jahre gedauert. Was 36. Haben sie gesagt? Dass sie mich anders lieben. Also nicht, kann nicht gleich lieben, so, und aber dass sie mich auch ganz normal, natürlich wie ihren Sohn lieben, aber genau, und das war gut zu wissen. Wenn wir nochmal zurückgehen, du hast gesagt, du bist dann nach Lübeck, ne, meintest du gerade? Mhm. Was, in die Stadt quasi. In die Stadt. Und was war dann los in deinem Leben? Ey, ich nenne das so die verlorenen Jahre, würde ich sagen, weil ich nicht wusste, was ich mache, irgendwie gejobbt, Sozialhilfe bekommen, auf der Straße gelebt, Straßenmusik gemacht, um irgendwas zu leben, ohne Strom gelebt, noch schlimmere kriminelle Kram gemacht, um irgendwie Geld zu haben, und dachte, ja, also ich dachte, alles egal, scheiß auf alles. Wenn mich alle abschreiben, dann scheiße ich auch auf alle anderen. So eine Einstellung war das, glaube ich. Und immer Mucke gemacht, aber immer irgendwie. Also auch Straßenmucke. Und genau, irgendwann kam ein Kumpel von früher und meinte, ey, du machst ja, schreibst auch eigene Texte. Ich habe immer geschrieben, ne, so für mich. Und er meinte, wollen wir nicht irgendwie ein Projekt starten? Und dann haben wir unser erstes Duo gestartet. Also haben zusammen Gitarre gespielt und zusammen gesungen. Und irgendwann meinte er, wenn du Bock hast, in unsere WG zu ziehen, wir wollen eine neue gründen, so mit 6 Leuten, so 210 Quadratmeter, war richtig geil. Und dann musst du aber aufhören mit dem ganzen Scheiß, den du machst, und musst dein Leben auf die Reihe kriegen. Und dann habe ich aufgehört und hab's auf die Reihe bekommen, nach Schritt für Schritt. Hattest du in der Zeit Kontakt zu deinen Eltern oder war das wirklich so komplett? Also erstmal war es, also die Zeit war fast gar kein Kontakt. Zu meinen Großeltern hatte ich noch Kontakt. Bei denen war ich als Kind auch sehr oft, weil meine Schwester musste oft in Kliniken, um noch weiter behandelt zu werden. Und ich habe die Hälfte meiner, oder ein Viertel meiner Kindheit quasi bei meinen Großeltern verbracht, was ein großer Segen war. Und die haben natürlich immer Sorgen gemacht und da war ich oft, genau. Und du hast dann erzählt, während Corona war für dich eine super intensive Zeit. Wo warst du da? Warst du da in Berlin auch? Nee, ich wohne in Lübeck immer noch. In Lübeck. Ja, und ist auch sehr schön. Ich mag Berlin auch. Berlin ist irgendwie Heimat auch, aber ich glaube, ich möchte nicht mehr hier wohnen. Verstehe ich. Ja, okay. Ich sag ganz viele, die ich gerade kenne, sagen, ey, ich verstehe es. Umso älter man auch wird, glaube ich, ich möchte einfach... Ich wohne ja eigentlich ziemlich geil. Lübeck und Timmendorf, also die Ecke ist halt sehr ländlich und sehr, also halt Ostsee. Ich fahre halt 5 Minuten zum Strand und ich habe es aber nie gesehen. Also irgendwann sind Leute an mir vorbeigegangen und haben gesagt, hey, voll schön, hier kommen wir nächstes Jahr wieder zum Urlaub hin. Und ich dachte, hä, warum? Also woher seid ihr hergekommen, um hier Urlaub zu machen? Und meine Mutter meinte dann so, als wir spazieren am Strand, ist doch voll schön hier. Und ich gucke mich so um, so eine Möwe fliegt vorbei, Wellen. Und dann war so, wir wohnen an einem Urlaubsort. Ich glaube, cool.
Weißt du, so. Ja. Und dann auch letztens mit so einem Produzenten telefoniert und der meinte irgendwie so, hä, war das gerade eine Möwe im Hintergrund? Ich so, ja, Möwe halt. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, eine Möwe zu hören. Und ich höre die halt jeden Tag, die wecken mich ja auf, ne, so. Fand ich gut. Manchmal musst du halt irgendwie die Klatsche bekommen. Jemand muss sagen, ey, du wohnst geil. So. Aber Berlin, ja, wir sehen ja immer nicht das, was wir direkt vor der Nase ist, haben. Ist so. Ne? Den Wald und die Bäume und alles. Corona. Mhm. Was war da bei dir los in der Zeit? Naja, es war halt auf einmal still. So, ich habe es, glaube ich, sehr gut hinbekommen, mein ganzes Leben lang immer gut Action zu haben und immer sich nicht zu beschäftigen mit mir. Ich habe meine Therapie angefangen, weil ich dachte, okay, ich muss mich vielleicht damit beschäftigen, weil viele Sachen vorgefallen sind. Und dann fing der Therapeut aber schon so an, meinte so, ja, ich bin auch Musiker. Und ich hatte viel von sich an Kontrabass und so. Ich wusste einfach, nee, dem erzähle ich nicht alles, glaube ich. Es war schon so, wenn ich so angefangen habe, schon dachte so, okay, wir haben viel über Mucke gesprochen und ab und zu mal über ein bisschen Vergangenheitskram. immer bin ich mehr hingegangen, so. Oh Gott, ich verliere den Faden. Corona. Okay, Corona. Ich habe immer gemerkt, ruhig, genau, es wurde ruhig. Und ich habe ein paar Gigs gespielt und dachte so, ich habe schon die ersten Anzeichen gemerkt und es kam schon so leichte Panikattacken. Also ich wusste, dass was es welche das sind. Was waren das für Anzeichen? Überdreht sein, komplett. Nasenbluten bekommen nach einer Show, einfach so. Ich dachte so, was ist los? Nachts aufwachen, Herzrasen. Ich dachte, okay, was passiert? Ich habe eh so eine Herzvorgeschichte und dachte so, okay, was ist jetzt los? Habe immer gedacht, das ist was Ernstes. Also ich habe nie gedacht, dass es mein Kopf ist, der jetzt irgendwie sagt, oder meine Seele, die sagt, ey, Florian, komm mal klar. So. Und ich dachte dann, okay, ich bin bestimmt überarbeitet. Mhm. Gönn dir mal Ruhe. Und ich bin dann in so ein richtig heftiges, also nach Föhr gefahren, also auf die Insel Föhr, in so ein Hotel, was richtig, so ein 5-Sterne-Plus-Hotel, wo wir immer spielen, jedes Jahr. Und der Hoteldirektor ist ein super lieber Typ und macht dann so einen Special Price, weil ich könnte es mir niemals leisten. Und der hat gesagt, ey, spann dich hier mal eine Woche aus. Und kannst du es dir vorstellen, so, ich habe die Büchse der Pandora schon ein bisschen geöffnet, mit ein bisschen Ruhe. Und ich war alleine auf Föhr, da war niemand, außer ein paar Familien. Und ich hatte einfach noch sehr viel auch Beziehungskram zu regeln. Und die ist dann aufgebrochen. Und ich habe mich nachts auf dem Hotelflur um 4 Uhr nachts in der Rezeption auf dem Boden. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Wirklich, ich habe gedacht, ich sterbe auf dieser Insel. Was auch gleichzeitig dachte, wie nervig. Weißt du? So, du denkst dir, also... Aber ja. Warum dachtest du, du stirbst? Was war in dir los? Ey, ich bin aufgewacht nachts. Ich habe geschwitzt, als wäre ich gerade aus dem Pool gestiegen. Und mein Herz hat so schnell geschlagen. Und ich weiß, ich bin ja aus dem Rettungsdienst komme ich eigentlich. Und ich weiß, mein Herz darf nicht so schnell schlagen in so einem ruhigen Zustand. So. Mhm. Ich dachte, okay, das ist... ich habe jetzt eine Hypertonie. Es ist zu viel, es hört gleich auf zu schlagen, weil es kann es nicht verkraften. Das Herz kann ziemlich schnell schlagen, ne? So ist. Aber und die Angst und dieses Gefühl in der Brust, ich dachte, okay, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt oder irgendwas. So. Und dann habe ich, da war der Rezeptionist und der war komplett überfordert, weil ich da so panikmäßig meinte, ruf bitte den Krankenwagen jetzt. Ich so versucht logisch zu bleiben. Ich kippe hier ungefähr in 5 Minuten um und dann weißt du, wie eine Reanimation funktioniert. Weißt du, und ich glaube, er hat nicht viel Deutsch gesprochen und er wusste auch nicht, was ich will. Und er hat in den Krankenwagen gerufen und hat dann versucht, und ich habe ihm das Telefon weggerissen, er hat gesagt, ich habe mit der Frau gesprochen. Und aber eine Panikattacke dauert halt nicht, also es gibt halt einen Zeitraum temporär, der halt andauert. Und bis der Krankenwagen da war, beruhigt man sich halt wieder. Mhm. Der Körper kann halt nicht so lange auf Hochtouren laufen. Und dann kamen die Rettungssanitäter rein und haben sich mit mir hingesetzt. Und dann meinte der Rettungsassistent zu mir, also du kennst es ja anscheinend, was ist mit dir los?
Also was ist bei dir vielleicht innen los vielleicht eher? Und hat mir so eine Buchempfehlung gegeben. Ich würde es dir jetzt gerne sagen, aber ich habe schon auf dem Handy noch, aber. Und dann meinte er, vielleicht kümmerst du dich mal ein bisschen um deine Seele. So, und dann dachte ich so, okay, Wie so ein meinst du? Engel. Ja, er saß da vor mir und meinte so, er hat das selber gehabt, gerade weil er viel gesehen hat im Rettungsdienst so, und meinte, okay, du hast Angst und Panikattacken. Und ich meine so, okay. So, und dann ging's los. Da hatte ich echt lange Angstzustände und immer wieder Panikattacken und immer wieder, ich Aber dachte, also ganz kurz, du bist dann an dem Abend wieder hoch auf dein Zimmer ja, und irgendwie schon. Ich hab die ganze Zeit versucht, meine Freundin zu erreichen, nachts, aber die hat ihr Handy mir aus und so. Das war so, ey, ich vorher, Lübeck konnte ich sie noch erreichen, ne? So, aber ich konnte sie nicht mehr, ich konnte sie an dem Abend nicht erreichen, weil die hat sich auch mega schuldig gefühlt, obwohl sie überhaupt nicht, ne? Hat ja gepennt, ganz normal. Und ich konnte halt, ich dachte wahrscheinlich eh schon, ich bin auf so einer Insel, abgeschnitten von allem, gefühlt, und ich kann keiner erreichen. Ich war so, okay, keiner ist da. Vielleicht ist du das so ein bist Ding. allein. Ja, genau. Und dann, wie ging es weiter? Ich glaube, ich bin noch einen Tag da geblieben und bin dann nach Hause gefahren. Früher, weil ich einfach, ich dachte, ich muss jetzt nach Hause. Und dann, ich glaube, dann wurde es noch schlimmer, glaube ich. Ich hatte dann, ich hau einfach raus jetzt, ne? Weil ich finde das wichtig, dass man darüber spricht. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das sage oder nicht, weil ich es noch nie erzählt habe. Ich war dann zu Hause und habe wieder Panik kam hoch und so. Und ich hatte schon so, ich hatte so Tabletten bekommen von meinem Arzt oder von einem Neurologen. Es war auch richtig gut. Und auch so eine Notfalltabletten, die den Kopf ausmachen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind sehr gut. Und da ist der Freundin, der Vater meiner Freundin noch gekommen und meinte irgendwie, nachts um 4 ist er echt vorbeigekommen, saß mir im Bett und weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man Schiss vor so einigen Gedanken hat, Ja. das war ziemlich heftig. Also ich hatte echt Gedanken, wo ich dachte, wieso denkst du jetzt sowas? Würdest du was nie tun? Und wenn du das natürlich, wenn du da in den Kreislauf reinkommst, da kommst du erstmal nicht raus und denkst jetzt, dein Leben ist immer so. Ist es nicht? Und alle, die das jetzt auch hatten oder haben, ich kann euch sagen, es ist nicht. Es ist temporär. Und das ist so krass zu wissen. Das ist das wichtigste Wort, was ich gerade in mir trage, glaube ich. Temporär. Und wie ging es nach dem Abend weiter? Ich habe ein paar Sachen, die ich noch nicht. Also ich habe damals eh so zwei Leben geführt. Wie ich schon vorhin schon gesagt habe, ich kann halt Leute nicht verletzen. Ich kann halt mit Leuten nicht so richtig. Ich habe damals mit meiner Ex-Freundin, wir waren nicht mehr zusammen, aber wir haben einfach immer noch ganz viel zusammen gemacht. Und ich hatte aber schon auch jemand Neues kennengelernt, aber eher so im Kennenlernbereich. Und ich dachte, ich kann keine neue Liebe zulassen, weil ich irgendwie mich irgendwie schuldig gefühlt habe, ne, dass ich die andere sowieso verlassen habe und ich wollte immer noch ein Teil ihres Lebens sein. Ich hatte auch einen Sohn und so. Und das war also eh eine ziemlich schwere Zeit, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist, weil, ja genau, ich dachte, ich habe mir keine neue Liebe zugelassen, einfach, glaube ich. Und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt erstmal selbst geißeln, solange und lasse nichts Neues zu. Und dann kannst du auch jemand Neues nicht in dein Leben lassen, so. Und du lebst quasi zwei Leben. Du lernst jemand Neues kennen. Aber bist noch in deiner Vergangenheit irgendwie drin. Und ich habe für sie auch noch weiterhin gesorgt, irgendwie finanziell ein bisschen und war immer da. Und mit diesem immer Dasein machst du Menschen auch irgendwie Hoffnung. Ne? So, du schließt halt nie irgendwie mit was ab. Und das war ein ziemlich großes Thema. Und ich habe nach diesem Abend, nachts, am nächsten Tag habe ich sie angerufen und meinte, wir müssen mal reden, glaube ich. Also allgemein, wir müssen das mal jetzt hier irgendwie klären. So, bin hingefahren und es hat so viel Druck weggenommen. Und sie hatte so viel Verständnis, weil sie eh alles schon wusste. Aber ne, so in meinem Kopf war das nur alles halt, ja.
Und danach habe ich Therapie begonnen, was super schwierig war zu finden. Also eine Erzähl mal den Therapie, Prozess, wie ey, du. Hölle auf Erden. Ich habe, glaube ich, bei 12 bis 15, 20 Leute angerufen und die erste Frage war, wie ich versichert bin. Privat oder Dings. Und wenn ich nicht privat versichert war, was ich nicht bin, war, nee, erstmal ein halbes Jahr Wartezeit oder so, wo du denkst, Und ey, du hast gesagt, du hast akute Panikattacken voll. und Ich habe okay. gesagt, ich habe echt schlimme Gedanken, ich habe akute Panikattacken, mir geht's echt, ne? So. Mein Ex-Freund hat manchmal einfach nur angerufen, meinte so, er liegt hier gerade so, ich, ne? So. Und dann durch jemanden, der jemanden kennt, habe ich eine Therapie bekommen, die kostete 100 Euro pro Stunde quasi. Aber habe ich drauf, ist mir egal. Also ich habe einfach, meine Eltern haben mich unterstützt ein bisschen. Und es war so wichtig, ich konnte sofort anfangen. Also ich konnte einfach am nächsten Tag hin. Und es war der perfekte Mensch in dem Zeitpunkt, glaube ich, der Toll. mich einfach, also war richtig gut. Was hast du für dich aus der Therapie mitgenommen? Selbstvergebung viel, glaube ich. Dass du nicht der König, der Nabel der Welt bist. So, glaube ich auch. Das ist ein ziemlich einseitiger Podcast gerade. Ist das so? Ist das Ist normal? das ganz normal, ja. Ja, okay. Ich fühle mich gerade, als wärst du die Therapeutin hier. So, danke. Alle, die gerade zuhören, es ist, sie ist noch da. Oh, ich habe, dann mache ich diesen Faden wieder. Was habe ich mitgenommen? Dass Selbstvergebung, ein ja. Leben führen besser ist als ganz viele zu versuchen, ganz viele Leben zu versuchen zu führen. Und dass es so befreiend ist, nur dass ich bin, das reicht. Das ist richtig toll. Mehr brauche ich gerade nicht. Ich gehe durch die Stadt, durch die Straße und weiß, es gibt nur mich. Also es gibt nicht nur, es gibt natürlich andere Menschen, aber für mich jetzt gerade nur, ich muss mir selbst Rechenschaft ablegen, wenn ich Scheiße baue. Und es ist sehr befreiend. Und dass es temporär ist und dass es dauert. Dass man sich Zeit nehmen muss. Wie lange ging die Therapie oder machst du die immer noch? Nee, momentan nicht. Also er meinte, wenn irgendwas, letztes Mal saß ich nur da und wir haben uns einfach so unterhalten, meinte so, was machst du jetzt gerade eigentlich hier noch? So, es war so ein, er ist auch ein harter Typ gewesen. Also super, super gut. Er meinte, also er hat mir auch nicht irgendwie nach dem Mund geredet, sondern er war so eine gewisse Art von Härte, die er hat dir das so ins Gesicht gesagt und du meinst, dass jetzt dass sie das nicht schon weiß oder was? Es ist ganz in so einer Art, wo ich dachte, so hat mir das noch nie jemand gesagt. Also so Ohrfeige, die aber nicht wehtut. Ich mache jetzt momentan keine mehr. Ich glaube, wenn sich ein bisschen wieder was ansammelt, nehme ich das in so einer Box mit und ne, dann gehe ich wieder hin. Sind die Panikattacken weg oder? Ja. Und das ist richtig gut. Also manchmal kommt so ein kleiner Anflug hoch, manchmal ganz in weirden Situationen, wo ich einfach ein Auto fahre, wo ich einfach dann denke, ich weiß aber, okay, es sagt mir, okay, die Angst hat hier keinen Platz. So. Und ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich habe gerade irgendwie, glaube ich, 25 Kilo runter. Und Sport hat mir so krass geholfen. Also so krass. Also auch einfach in dem Augenblick, wenn du da trainierst, denkst du halt an nichts. Denkst nur, ich muss dieses Gewicht jetzt von A nach B bringen und wieder zurück und es darf nie auf meinen Kopf fallen. So, das ist der. Also für die jetzt, die auch gerade zuhören und die vielleicht selber Panikattacken haben oder das kennen, was würdest du sagen, waren, wenn du das nochmal so zusammenfasst, was waren für dich so die wichtigsten Bausteine, dass du da jetzt an einem Punkt bist, wo Ey, sie weg nach sind? nicht nach Hilfe fragen. Fragt einfach sich nach Hilfe oder ich glaube auch gerade. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber als Mann war das irgendwie noch ein bisschen anders, weil man es vom Vater oder vom Opa immer irgendwie kannte, dass man irgendwie stark sein musste oder vielleicht auch nur selber das Gefühl hatte. Ich glaube gar nicht so unbedingt von meinem Vater, mein Vater ist Lehrer und war immer sehr, oder ist immer sehr, naja, er geht immer sehr nah und ist wirklich intensiv und nicht. Ja, du musst jetzt hier, reiß dich mal zusammenmäßig. Aber ich glaube, dass man das durch viele in der Jugend mit Freunden und du musst
cool sein und stark sein. Und das, und als ich bei meinem Vater, als meine Eltern war, hat mein Vater mir zum ersten Mal erzählt, dass er dieselben Sachen hatte. Er hat quasi ein bisschen früher in Rente gegangen, weil er so einen Burnout hatte und die gleichen Gedanken, ich muss nicht aussprechen, aber alle wissen, was sie sind. Das hätte ich niemals gedacht, weil er für mich der stärkste Mensch ist, den ich persönlich kenne. So. Und das hat mir so viel geholfen. Und alle, die gerade jetzt auch Panikattacken haben, zu wissen, dass es nicht immer so bleiben wird, ist ganz wichtig. Und fragt nach Hilfe. Therapieplätze sind, ist gerade jetzt nach Corona sowieso noch schlimmer geworden, glaube ich. Aber ich glaube, sich jemand anzuvertrauen, ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es so krass, dass immer noch so viele Leute denken, obwohl das Thema schon ziemlich präsent ist. Aber ich glaube, es ist nur in der Social Media Bubble, in der ich mich, glaube ich, bewege, präsent. Ich glaube, bei Helga auf dem Dorf in Wessel, die Panikattacken hatte, ist das vielleicht nicht so präsent. Oder in diesen Und die ganzen weiß nicht genau, dass sie ihrem Corporate-Welten, Freundeskreis das erzählen kann. ja. Aber ich glaube, man ist überrascht, wenn du es jemandem erzählst, dass er sagt, weißt du was, ich hätte es dir nicht gesagt, aber du hast mal angefangen, habe ich gestern gehabt. So, solche Gespräche habe ich tausendmal geführt, wo ich dachte, warum reden nur so wenig öffentlich darüber? Kriegt man dann vielleicht einen anderen Stellenwert? Kriege ich jetzt hier, weil ich im Podcast sitze, vielleicht sehen mich Leute anders danach? Fakt drauf. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich eher sehr mutig. Ja, weiß ich nicht. Ist aber ja am Ende Heutzutage. auch egal. Genau. Also spielt ja keine Rolle. Ist ja die, die es fühlen, fühlen es. Und die, die eine Bewertung darüber haben, haben ja eine starke Bewertung in Wahrheit über sich selbst. Deswegen. Hattest du schon mal eine Panikattacke? Ich hatte schon mal eine Ich wollte dir Panikattacke. irgendwas fragen gerade, weil ich habe dich gefragt. Ich frage gar nichts und ich frage immer auch so eine Also ich Frage. hatte, ich weiß nicht, ob es eine Panikattacke war, aber ich hatte ein, ist jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, 9 Jahre her, aber ich hatte einen kompletten emotionalen Breakdown. Also ich lag auch auf dem Boden, konnte nicht mehr aufstehen. Also wahrscheinlich war es eine Panikattacke, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe einfach nur geweint und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe die Nacht auf dem Boden hinter der Haustür quasi. Meine beste Freundin hat eine Decke über mich drüber gelegt, hat sich zu mir gelegt, weil ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte einfach nicht mehr. Krass, dass sie Ja. da war. Ja, wir haben zusammen gewohnt, ja. Ja. Aber es war auch einer für mich, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich gewesen, es war für mich einer der wichtigsten Momente meines Lebens, weil ich bin danach wie so der Phönix aus der Asche quasi Hey, vom Boden wieder voll. aufgestanden und war so, okay, ich habe jetzt alles weggeweint, ein Schmerz so ungefähr, und bin aufgestanden und war so, okay, so I'm empty und jetzt von da geht's weiter. Und du hast ja vorhin erzählt, der Rettungssanitäter, der dir das Buch empfohlen hat und Ja. meinte, beschäftige dich mal mit deiner Seele. Was würdest du sagen, wofür war die Panikattacke da? Also was wollte sie dir zeigen, was du vielleicht nicht sehen wolltest vorher? Sie hat mir ganz viel gezeigt. Also es war umso schlimm die Zeit war, ne? Das war echt die schlimmste Zeit, glaube ich. Umso mehr kenne ich mich jetzt selber. Was hat sie mir gezeigt? Dass du vielleicht mal ein paar leise Momente brauchst und kannst echt alles wegdrücken und dich ablenken, so gut es, also kannst ablenken, klappt heutzutage richtig gut. Aber und auch Sachen, die du angehäuft hast von der Vergangenheit, die gehen nicht weg, die werden nicht, also verspreche ich euch, die werden niemals sagen, na gut, dann kümmerst du dich halt nicht und dann bin ich komplett weg. Sondern die warten einfach, die warten, die sind so fucking geduldig. Und wenn sie einen leisen Moment bekommen, dann kümmere dich drum. Und ich bin ein Meister am Selbstanlügen gewesen. Ich verspreche es, ich war so gut da drin, so gut. Mit Körper, mit Gewicht, habe mich eh nicht wohl gefühlt. Ich war immer Meister auch da drin. Und da mich selbst betrügen und sagen, ja, heute nur das und heute das, also das geht auch, aber sich selbst anzulügen in, also ich habe auch echt geglaubt, ich muss mich um die Sachen nicht kümmern, weil es mich nicht interessiert und, aber es gibt in dir drin noch einen anderen Menschen, der
sagt, wir müssen das machen noch. Und es kommt 100%. Früher oder später. Was würdest du sagen, akut in Momenten von Panikattacken, wenn jemand welche hat, was kann man tun? Mit jemandem reden ist immer gut. Mhm. Es ist super schwer, sich wirklich abzulenken. Gerade wenn du Symptome bekommst, wo du denkst, okay, das ist ja was Neues. Und diesmal ist es wirklich ernst, weil dein Körper, wenn du irgendwann zum 80. Mal Herzrasen hast, dann weißt du, es passiert nichts. Aber dein Körper findet immer neue Wege, um dir zu zeigen, kommt Schweiß dazu, dann kommt Schwindel dazu. Der ist ziemlich, ich dachte mir, okay, jetzt mir wird schwindelig, ich kipp auf jeden Fall um. Aber es gibt auch Schwindel, der einfach nur da ist, der einfach nur kommt durch die Angst, die du hast. Also es gibt ganz, ganz viele. Check deinen Körper ab, ärztlich, das hilft auf jeden Fall auch. Du weißt irgendwann, du bist halt gesund. Ne? So. Also wenn alle, also ich habe alles untersucht in meinem Körper, von Kopf bis Fuß war ich bei jedem Arzt und die haben gesagt, fit. So. Und dann bleibt eine Sache übrig halt, das ist super nervig. ja, ist halt so. Er rede mit ganz vielen Leuten und wenn die Panikattacke da ist, es gibt halt viele Sachen, die du machen kannst. Du kannst dich fokussieren auf was anderes. Du kannst zählen, mach Liegestütze. Umso mehr du da drin bist, dass du glaubst, okay, es ist super schwer. Auch alle Leute, die gerade wirklich Panikattacken schon mal hatten, wissen, wie schwer es ist, da überhaupt rauszukommen. Weil ich kann jetzt objektiv darüber reden. Wenn sie aber kommt, ist es halt ein komplett anderer Move. Aber dann zu sagen, okay, was steht hier? Happy, holy and confident. Hier ist eine Blume. Zurück zu mir, zufällig ein Buch von dir. Dich in den ja, Moment, genau, ich gucke mich um. Was habe ich, wie viele Streifen sind auf dem Tisch hier eigentlich? So. Ah, okay. Also. So eine Achtsamkeitstechnik. Achtsamkeitstechnik, genau, irgendwie zu gucken, was ist eigentlich. Oder sich wirklich reinzugeben. Okay, ja, mein Herz klopft gerade richtig schnell. So, also dem, wenn du dem komplett sich wie ein Spiegel gegenüberstellst, verliert es einfach seine Wirkung, ist einfach so. Oh, ich atme gerade voll schnell. Könnte das dazu führen, dass ich hyperventiliere? Entweder fokussierst du dich ein bisschen auf deine Umgebung oder du gibst sie halt ein bisschen rein. So. Alles dazwischen fängt dich die Panik wie ein Kescher ein und wirft dich durch den ganzen Raum. Aber auch das, stell dir einen Timer auf 25 Minuten und danach, wenn er klingelt, geht es dir auf jeden Fall besser. Das ist auch ein guter Tipp. Ist einfach so. Guck dir den Timer auch an danach oder währenddessen. Ist auch super. Und es ist temporär. Ich überlege, ob ich mich das tätowieren lasse. Aber ich weiß noch nicht genau, weil mich dann immer, wenn ich raufgucke, denke ich vielleicht auch wieder dran, weißt du? So. Ja, es gibt diese schöne Geschichte mit diesem, wo am Ende das Fazit ist so, alles wird vorübergehen. Es ist eh alles. Nothing is forever. Es ist so, ne? Wenn man sich auch dessen bewusst wird, lebt man vielleicht auch anders, aber wir sind einfach Meister darin, alles wegzuschieben. Du bist jetzt 37, hast du vorhin gesagt. Wo siehst du dich an deinem 40. Geburtstag? Wie wünschst du dir, dass sich dein Leben entwickelt? Wer möchtest du sein mit 40? Oh Gott. Am Leben wäre cool. ein bisschen was in meine Traumrichtung zu erfüllen vielleicht. Also ich möchte irgendwann wirklich so ein Ferienhaus haben, also oder eine Immobilie haben in England oder Schottland oder Irland. Ich weiß noch nicht genau, was ist und die Planung geht da finanziell gerade hin. Ich möchte etwas einrichten, wo sich Leute, die auf Wanderschaft, auf Reise sind, kurz niederlassen und sich wohlfühlen und ich kann die umsorgen und dann gehen die weiter. Und gleichzeitig kann ich noch meine Musik machen und hoffentlich davon leben und so viel live spielen, wie es geht. Und auf mein 37-jähriges Ich zurückgucken und sagen, gut, dass du dich noch mit ein paar Sachen beschäftigt hast. Und wir sagen das Wort 40 einfach nicht. So, weißt du das? Ich bin 27. Voll schön. Was bedeutet die Musik für dich in deinem Leben? Das einzige Ventil, was ich, glaube ich, kann. Hm. Also ich kann jetzt nicht gut malen, ein paar Comicfiguren vielleicht. Ich bin jetzt kein
Fitness-Freak. Ich liebe es einfach, weil es mir einfach gut tut, aber ich bin jetzt nicht, dass ich sage, geil, ich mache jetzt einen Instagram-Kanal auf und sage Leuten in 38 verschiedenen YouTube-Videos, wie sie ihren Bizeps trainieren sollen. Mhm. Ich glaube, manchmal, wenn der Text einfach so rauskommt, wie er rauskommt und jemand schreibt mir danach und sagt, ey, das ist gerade, geht in meinem Leben ab. Und ich kriege echt viele Nachrichten, wo Leute sagen, ich habe ja den einen Song, der heißt Wovor hast du Angst? Mhm. Und da habe ich so viele Antworten drauf bekommen, wo die gesagt haben, ja, du schreibst gerade mein Leben. Und das ist super seltsam, weil ich das ja in anderer Musik sehe. Mhm. Und wenn jemand das von deiner Musik sagt, ist das voll was Schönes. Also es ist wie so eine Art, wenn meine Musik für jemanden gerade irgendwie Hilfe oder irgendwie ein schöner Moment sein kann, ist das doch voll geil. Und für mich ist es sowieso immer schön. Also ich will am liebsten live auftreten ohne Ende. ich bin richtig schlecht in so Technikkram. Also richtig. Ich weiß, wie mein Laptop aufgeht. Und wenn da jetzt Arrow stehen würde, würde ich ihn wieder zuklappen. und würde sagen, ey, kannst du kurz mal vorbeikommen? So. Nicht meinen Drucker habe ich hinbekommen. Schande auf mein Haupt auf jeden Fall. Ich habe in meinem Podcast eine Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle. Und die Frage geht so. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz langes, super erfülltes Leben. Mhm. Irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Du bist ganz alt und hast alles erlebt, was du gerne erleben möchtest. Und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Florian, es wurde alles gelöscht. All deine Musik ist weg. Vielleicht hast du bis dahin ein Buch geschrieben. Ist alles weg. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben aus deinem Leben, okay. Von denen du dir wünschen würdest, wenn sonst nichts in Erinnerung bliebe, was du jemals gesagt hast, was würdest du aufschreiben? Dein Herz ist frei, hab den Mut, ihm zu folgen, würde ich raufschreiben. Weil das mein Satz ist einfach. Boah, das ist eine heftige Frage. Das weißt du wahrscheinlich auch. Okay. Verstehe. Weil ich ja noch nicht weiß, wie mein 80-jähriges, ist mein 27-jähriges Ich. Sagt es ja gerade. Okay. Boah, okay. Ich warte nicht. Nicht warten. Ich glaube, ja, dieses nicht zu, es ist nur ein Satz, den ich rausschreiben darf oder so, nicht kein Text, sondern einfach, worauf wartest du, würde ich schreiben? Klingt so Glückskeksmäßig, ne? Aber es ist wirklich so. Ich liebe Glückskeks. Ich habe auch Hunger auf einen gerade. Okay, Oh, super schwer, ey, ist super schwer. Mir fallen ja 1 Million Sachen ein gerade. Nimm das, was du am meisten fühlst. Fahr los. Also, hab keine Angst davor, loszufahren. Also, nicht jetzt, es ist wie dieses Warten nicht mäßig, aber es ist halt dieses, ja, ich weiß nicht, ist das Land sicher, ist das Ding, sind so. Wenn du es nicht gesehen hast, diese Erde ist so geil, atmen ist so geil und ich möchte an so vielen verschiedenen möglichen Orten, zum Beispiel, dass ich sitze hier in diesem Raum, ich war noch nie in diesem Raum, ne? Wenn du von oben auf die Erde guckst, auf diesem Fleckchen war ich noch nie. So, das ist auch auf einer Toilette auf dem Airport in England so. Ich war noch nie da, ich war noch nie auf Toilette, ne? So, egal wo ich noch nicht war, voll geil, dass ich da war. So, am liebsten geh den Weg nicht nochmal, geh rechts davon oder links. Oder geh über die Brücke, schwimm durch den Fluss. So. Also, weil später wirst du sagen, hätte ich das doch gemacht. Und dann kannst du es nicht mehr machen. So, und warum nicht? Ist doch voll geil, neue Orte zu sehen oder neue Menschen kennenzulernen. Sprich sie an, sprich ihn an. Frag deine Eltern, ob sie dich lieben. Hm. Weißt du? Und nicht erst, ich hätte meinen Opa gern noch viel mehr gefragt, aber ich war damals 13, also. Ich hätte gern gefragt, wie es für ihn war im Krieg und wie früher seine Vergangenheit war, aber habe ich nicht gemacht. Und jetzt geht's nicht mehr. Voll schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Gerne. Danke für die Therapiestunde.
Okay. Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt für alle, die jetzt gerne irgendwie vielleicht deine Musik hören wollen oder dich mal live sehen wollen? Also eigentlich am aktivsten bin ich einfach, es ist halt diese Social Welt, aber ich bin auf Instagram am aktivsten, mhm, und schreibe da eigentlich immer auch zurück, soweit es so gut es geht. So, ich versuch's. Und Musik hören, überall, wo es Murke gibt, einfach reinhören. Wenn es euch gefällt, ist schön. Und dann freue ich mich. Mehr will ich gar nicht. Voll schön. Florian, danke für dieses super schöne Gespräch. Ich danke dir fürs teilhaben können. Teilen, danke fürs Mitnehmen, auch in deine Geschichte, in deine Welt, in deine Erfahrung. Ich glaube, das hat wahnsinnig vielen Menschen gerade geholfen. Und ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes, erfülltes, geiles Leben. Wünsche ich euch auch, ey. Dass wirklich all das, was du dir wünschst, genauso oder noch besser. Ich lade euch dann nach Irland ein, wenn ich da irgendwann... unbedingt. Machen wir da irgendwie Schaukelstuhl, Berg, unbedingt, was zu trinken. Perfekt, ich freue mich. Danke, Florian. Okay, sehr gerne. Ey, danke euch. Willkommen zurück. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen. Und wie gesagt, teile das Gespräch so, so gerne auf deinen Social-Media-Accounts, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dieses Thema in die Welt zu geben und Menschen, die unter Angst- und Panikattacken leiden, darüber zu informieren, dass es vollkommen in Ordnung ist und dass es so vielen Menschen so geht und dass es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, darüber zu sprechen und dem Ganzen Raum zu geben, damit Heilung eintreten kann. Deswegen teile es so, so, so gerne. Verbinde dich natürlich auch super gerne mit Florian, der freut sich auch von euch zu hören. Und wie immer, Instagram @LauraMarlinaSeiler, hüpf vorbei, lass mir deine Gedanken da. Und am 17.09. trag dir das Datum dick, fett in deinen Kalender ein, weil ich verspreche dir, du willst das nicht verpassen. 17.09. Total Abundance Workshop. Du und ich auf Zoom. Es wird so cool werden. Es wird darum gehen, wirklich in die Fülle zu kommen, deine Blockaden abzubauen, die du dagegen hast, in dich mit, wirklich mit der Fülle zu verbinden, die um dich ist. Und wenn du auf irgendeine Art und Weise das Gefühl kennst, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, dann ist der Workshop für dich. Ich freue mich auf euch, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, fühle dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste, deine Laura.